Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. So. Nee, warte, ist doch leer. Sag mal hier, Pilzplörre. 8-Bit-Burger Pilzplörre. Happy Hormone Alkopop. Oh Gott, Haarwuchsplörre. Mamas selbstgemachte Haarwuchsplörre. Oh, okay. Klempner. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da man die Anschaffung eines Nasenhaarentferners nicht weiter hinausschieben sollte. Manche nennen das auch Schnurrbart. Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Egal, lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Okay. Wenn er weiter nur mit einer Hand jongliert, kriegt er noch einen Haltungsschaden. Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Na dran. Ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. Dann bist du ja der Erbe des berühmten König Peach-Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Prinz Peach. Oh Gott. Oh Gott, ey. Scheiße. Spiel. Ja, klar, wer das jetzt da oben ist. So ein Poncho würde mir auch gut stehen. Zu dumm, dass ich meinen Sombrero zu Hause gelassen habe. Damit wäre ich bestimmt der King auf Elysium. Du kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich irgendwoher? Kennst du die Comicbuchreihe Kalle, der freundliche Yeti? Na klar, ich bin ein großer Fan. Nein, sag jetzt nicht. Doch, doch, ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Okay. Also wir haben jetzt 3 Krüge, wir können jetzt 3 Leuten was spendieren. Jam, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Genau. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Nicht ganz so genauso wie Plörre. Okay, also der hat's wohl mit Pilzen, weil Mario, schätze ich mal. Oh Mann. Können wir was von der Pilzplörre ziehen? Ach so, das ist Normalplörre. Probier mal erstmal das. Uah. Wie der Name schon sagt, Plörre. Prost. Nachschub. Na endlich. Uah. So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Pilzplörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Okay, wir müssen wohl wieder abservieren und ihm tatsächlich die Pilzplörre bringen. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Okay. Wo kriegen wir jetzt scheiß Pilze her? Ach, nö. Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Und oder stehlen. Das ist gut. Ach, genau. Normalplörre. Ich probiere erst mal kurz rum. Ziehen wir uns noch ein Krügelein? Plörre. Wahrscheinlich brauchen wir die normale Plörre gar nicht, sondern müssen... den entsprechenden Geschmacksträger finden. So, und jetzt gehen wir mal an die Hormonplörre. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil es die Kneipenmoral in nicht tolerablem Maße beeinträchtigt. Und zweitens gab es Beschwerden, dass sich die Wirkung des Getränks in manchen Fällen nur durch chirurgische Eingriffe wieder rückgängig machen ließ. Oh, okay. Haben wir die 3. Plörre, Haftsplörre? Hey, Finger weg!
Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Okay. Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Oh Gott. Okay, also wir brauchen einmal mit Muttermilch. Wahrscheinlich. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Solange ich nicht zu den Gästen gehöre, Haarwuchsmittelplörre, nee, Suppenrest. Da ist schon genug Alkohol in der Suppe. Opa Boso weiß eben, was gut schmeckt. Okay, Pilze haben mit wir. So einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Wie können wir... Wo kommen wir an diese blöden... Ach, richtig. Haben wir hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Die Tür. Genau, der Rufus, der hatte die Hormönchen, ne? Genau. So, dann kriegt er die. Dann können wir da schon mal da was nachwürzen. Das wird lecker. Jam, jam. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Lecker, lecker, lecker. Und die arme Tante. Oh Gott. Tut mir so leid jetzt gerade. Können wir die irgendwie nehmen, die Pilze? Ja, keine Ahnung. Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörrer aus. Okay. Die können wir nicht. Aua! Haben wir jetzt den Krug Pilzplörrer? Nee. Können wir das der Pfandhexe andrehen? Haben Sie Durst? Und wie? Tja, darüber hätten Sie nachdenken sollen, bevor Sie meine Sachen an den Papp verkauft haben. Den Pilz? Na! Das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörrer aus. Okay. Den können wir nicht mitnehmen. Dann tippe ich auch mal drauf, dass wir den hier auch nicht mitnehmen können. Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörrer aus. Pilz oder? Hallo. Punkt. Ach, wie geil. Die Frage ist, aua. Wo kriegen wir jetzt den Pilz hier? Da hinten war doch bloß der Raketenpilz, ne? Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörrer aus. Also der ist mit Abstand am geilsten da hinten. Aua! Die Frage ist, wo kriegen wir zum blöden Pilz her? Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade so... zur Laterne. Ach, da können wir noch mal zurück. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Drehkreuz, können wir da noch was drehen? Nein. Zum Rohrwald. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Nö, bloß das Gitter. Na, okay. Sorry, ich habe mal wieder die böse Taste benutzt. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo ich da den scheiß Pilz herkriege. Moment, der? Okay, der ist nicht auswählbar. Also wir haben jetzt zumindest schon mal die... Können wir den... Nachschub! Na, endlich. Lecker Schmecker. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Ach du Scheiße. Haarwuchsplörre? Nachschub. Na, endlich. Oh,
Großartiger Stoff. Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Oh. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes, wenn wir den Pilz besorgt haben. Aber die Frage ist, wo kriegen wir das Scheißding her? Wachsen hier nicht zufällig irgendwo Pilze? Halt mal da hinten beim Lager vielleicht? Nö. Ich probiere da noch mal was aus gerade. Weil ich da einfach gerade den Transporter gesehen habe. Ob wir nicht vielleicht irgendwie Toni noch mal nerven können. So, hallo Toni. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Hast du vielleicht ein paar Pilze für mich, Annie? Schade. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Ach doch. Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. Okay. Können wir... Ach, Rufus. Warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. 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 Okay, Toni. Ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Das haben wir toll gemacht. Schön, okay. Wir haben jetzt zumindest Toni mal geärgert. Das wollte ich schon lange ausprobiert haben. Oh Gott. Alles klar bei dir? Wie du meinst. Hauptsache, du fährst nicht. Alles klar. Dann können wir wohl zu raus. Raus. Und ich glaube, wir müssen jetzt Toni mal hinterher, bevor sie noch irgendwelche Dummheiten macht. Zum Stadtteilkern. Ah, ist da jetzt zu? Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Ja, wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Toni in den Wahnsinn. Nein, nicht in die Redaktion. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Okay, ist ja bald. Also von dem her... Genau, gehen wir doch mal zum Strickladen. Da haben wir dann wenigstens eine schöne Aussicht. Toni. Da sollte ich lieber nicht stören. Warum nicht? Beschwert. Können wir den rüberwerfen? Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Oh. Wow. Hupsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Ach nö. Da sollte ich lieber nicht stören. Das geht jetzt wohl schlecht. Toni fordert seine komplette Aufmerksamkeit. Ich hoffe für ihn, dass er klug genug war, sich Ohrenstöpsel reinzutun. Okay, und wie kommen wir jetzt an die Medikamente ran? Ich hab grad keine Ahnung. Strickchen. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Nein. Ich guck noch rum. Okay, zurück zum... Wahrscheinlich müssen wir da irgendwas Bestimmtes gemacht haben. Ah, jetzt ist da immer noch zu.
Frage ist sich, wie kommen wir an diesen Kloppstrick? Was können wir da noch mit Toni machen? Ich schau mal beim anderen Rufus ins Inventar, ob wir da noch irgendwas haben. Probier das jetzt einfach nochmal. Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Können wir den auskochen? Moment, nochmal ganz genau checken. Ja, das hier ist kein Schleimrohrschimmeling. Es lebe das Ausschlussverfahren. Okay. So dumm, wo wachsen diese Scheißpilze? Hast du doch ich sagte doch, lass mich allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Okay, aber wo kriege ich jetzt die Pilzblöre her? Oder bin ich da einfach bloß mal wieder zu doof? Ich schaue nochmal bei dem Rufus, ob wir da jetzt was machen können. Der Flieger gelandet ist. Offensichtlich, Rufus. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, hm? Ich werde uns im Nu befreit haben. Moment, können wir mit... Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Hey, hallo. Ach. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich hab Hunger. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organ nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei. Der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ich will hier raus. Vergiss es. Aber ich will doch hier raus. Vergiss es. Mann, ach nichts. Dann stör auch nicht. Nachttopf. Na, was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Okay, Nachttopf, können wir den Klostein mitnehmen? Okay, Zahnbürste. Moment mal, das ist ja meine alte Zahnbürste aus Teil 1. Wie ist die denn hierher gekommen? Da ist doch nicht etwa ein Spin-off in Planung. Warum bückst du die jetzt nicht aus? Mann, Spielverderber. Ach, die wurde wahrscheinlich von der Zahnpaste ruhiggestellt. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Organon eine andere Marke benutzt. Okay. Frühstück? Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Okay, können wir denn noch was abgreifen? Nee. Ach, Moment mal. Ja, richtig. Wir können ja den Bagel als krankmachtigen würzen, wie wir schon mal bei Boso gemacht haben. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Der Hunger treibt's rein. Und der Geizpilz drinnen. Zahnpaste. Zwar ein noch lausigerer Satz für Pastete, aber dafür soll es auch nicht sein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Kleinod chemische Kriegsführung. So können wir... Bagel, können wir ihm das jetzt geben? Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes.
Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? Wart's ab. Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Ach, Moment mal. Zahnbürste? Es heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Mhm. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Richtig. Oh, offensichtlich, Rufus, magst du einen Kaffee? Ich habe einen Plan. Ich schütte dir diesen Kaffee auf die Hose, damit es so aussieht, als hättest du dir in die Hose gemacht. Und wie soll uns das hier rausbringen? Ach ja, richtig. Ich wusste doch, da war noch was. Können wir den auf den Teppich kippen? Ja. Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Ach, genial. Putzibot. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Können wir den... Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Oh, Staubbeutel. Mit diesen Dingern habe ich früher immer Toni erschreckt. Wenn man vorher Spinnennester aufsaugt, ist es besonders lustig. Du hast es sauber gemacht, Rufus? Also nein. Wahrscheinlich den benutzten Staubbeutel von Thron geklaut und ihr dann um die Ohren gehauen. Jetzt... Staub. Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Schön der ist, ey, wie schön der da schnarcht beim Husten. Wie ich, wenn ich da mal im Zimmer ausmisten bin. So, offensichtlich Rufus. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und... werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Ich glaube, ich muss... Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet! Bravo! Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Hey, er ist krank. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir, wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir, aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Schön, darauf hätte ich mich gefreut.